Herzlich willkommen, liebe Handballfreunde in der Reiferbahn Sporthalle zu Schwerin zum Spitzenspiel der Spielunion D-Jugend Weiblich Staffel 2. Der Tabellenzweite SV Grün-Weiß Schwerin 1 empfängt den Plauer SV. So, auf geht's jetzt ins Spitzenspiel der Staffel 2. Grün-Weiß Schwerin empfängt den Tabellenführer Plauer SV, der noch punktverlustfrei 6:0 Punkte. Grün-Weiß Schwerin mit 4:2 Punkte. Aber erstmal das 1:0 für den Plauer SV durch Pauline Butzlaff, wenn ich das richtig auf dem Spielberichtsbogen lesen kann. Und auf der Gegenseite die Chance für Grün-Weiß Schwerin und der erste 7 Meter. Vivian so holt sich den 7 Meter und tritt auch selbst zum 7 Meter an. Nur mal gucken, ob es in der Jugend auch stimmt, was man im Erwachsenenbereich gefaulte, sollte nie selber werfen. Der Ball geht an den Pfosten, es bleibt beim 1:0. Wir sehen hier noch das klare Manndeckungsspiel. Grün-Weiß Schwerin-Verteidigung geht Mann gegen Mann, dann der freie Wurf gehalten von der Torhüterin. Und da ist wieder die Lücke frei, dann der Pass nach außen und dann ist es Fußentscheidung und jetzt gibt es die erste gelbe Karte gegen die Nummer 7 auf Seiten von Grün-Weiß Schwerin. Und dann hat Schwerin gut aufgepasst, jetzt der schnelle Ball nach vorne und das einfache Tor. 1:1, Anna Schiller. Und dichter, dichter, dichter. Und hat sie sich schön durchgesetzt wieder, die Pauline, zum 2:1. Eng gedeckt, aber trotzdem der Ball gut schnell in die Ecke aufs Tor gebracht, den Pfosten genutzt und das 2:1. Anspielbar, breites Spiel. Von der Außenseite der Trainer von Schwerin fordert, das Spiel breit zu machen, den Platz zu nutzen und trotzdem 5 von 6 Angriffsspielerinnen von Schwerin auf der rechten Angriffsseite. Nur eine Spielerin bleibt ganz links stehen. Und das macht das Spiel natürlich sehr, sehr eng. Johanna, weiter hier rüber! Und wieder die Aufforderung, weiter rüber zu kommen. Und der Wurf ist nicht frei. Geht nicht aufs Tor, es bleibt beim 2:1. Und dann haben Schwerin Gegenspielerin gut gestört. Und jetzt die Möglichkeit zum Konter. Und auch der Ball ist vorbei. Lisanne Heiden mit diesem Fehlversuch. Aber Schwerin steht jetzt gut in der Abwehr. Sie müsste nur ihre Chancen nutzen. Die nächste ist da und da ist der Treffer. Johanna Helms mit dem 2:2. Und wieder steht Schwerin da gut in der Verteidigung. Und wieder lassen sie vorne die Möglichkeit aus. Vivian Suhr mit dem erneuten Fehlwurf. Und da steht sich Schwerin hier selbst im Weg. Sie könnten schon klar führen. Denn in der Abwehr stehen sie gut. Und es ist Vivian Suhr, die den Ball da abfängt, den direkt aufs Tor bringt und am Tor vorbei wirft.
Warte dann. Ja? An die Aufforderung vom Trainer, doch ein bisschen ruhiger zu bleiben, zu warten, auf ihre Mitspielerin zu warten und nicht den Torabschluss zu suchen. Komm, 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 komm. 12 Meter vor dem Tor. Und wieder der Ballgewinn für Grün-Weiß-Schwerin. Vivian Suhr erneut. Und wieder der Pfosten. Und Alicia Panzer steht im Kreis, deswegen abgepfiffen. Es bleibt beim 2:2. Glück für Blau bisher hier, dass Schwerin so sträflich mit ihren Chancen umgeht. Und wieder ist es die Nummer 7 auf blauer Seite. Paulina Butzlaff mit dem 3:2. Und jetzt der erste Konter für Blau, aber die Schwerinerin schnell zurückgerückt. Können den Ball gewinnen, aber es gibt Freiburg für Blau. Und wieder der Versuch von Plaus Nummer 7, die das Spiel so ein bisschen versucht in die Hand zu nehmen, ein wenig Initiative versucht, um Schwerin unter Druck zu setzen. Und mit ihren 3 Toren hat sie dazu auch beigetragen, dass Blau hier führt. Und auch da ist sie wieder am Ball. Aber die Schweriner Abwehr steht deutlich besser. Was Schwerin fehlt, ist die Durchschlagskraft im Angriff. Und da sagt der Schweriner Trainer gerade, seid anspielbar. Ein wenig statisch. Der Schweriner Angriff. Und jetzt zweimal technischer Fehler. Einmal auf Seiten von Schwerin, einmal auf der Seite von Blau und der Konter. Und er war klasse gehalten. Von Annika Baumann im Tor von Blau. Ja, ganz klar, jetzt haben wir auch beide Trainer. Ball ist das Ziel auf Schweriner Seite und der Pass zu weit, kürzere Pässe spielen, den nächstmögliche Anspielmöglichkeit suchen. Und der Ball ist vorbei und jetzt die Chance für Schwerin, wieder einen ruhigen Angriff zu spielen. Jetzt sieht man auch ganz klar den Unterschied zwischen dem Spiel von Grün-Weiß-Schwerin und dem von Blau. Blau schon mit Zonendeckung spielt, aber da haben sie nicht aufgepasst, hat keiner angegriffen. Und Johanna Helms mit ihrem zweiten Treffer zum 3:3. Und das war klasse nach vorne gespielt und es ist wieder die Nummer 7 auf blauer Seite, Pauline Butzlaff mit ihrem 4. Treffer zum 4:3. Da sollte der Pass nach außen gehen. Missverständnis und schlechter Pass. So wie der Ballbesitz für Blau. Und jetzt haben wir eine Überzahlsituation von Blau nicht genutzt. Da kommt der Pass nicht an. Und die Möglichkeit wieder für Johanna Helms da hochzusteigen, nutzt sie nicht. Spielt den Ball wieder ab. Und Vivian Suhr sieht da die Möglichkeit. Aber der Ball am Tor vorbei. Und so bleibt es beim 4:3 für die Gäste. Und es war schön aufgepasst von der Verteidigung von Blau, die da in den Ball reinspringt. Da hatte keiner auf dem Schirm. Und wie wenn die unklar reagiert, den Ball holen will und dann doch feststellen muss, dass sie in den Kreis läuft. So gibt es Freiwurf für Blau. Und der freie Wurf. Er geht klar übers Tor. Und jetzt nochmal die klare Anweisung vom Schweriner Trainer. Bleibt doch weiter links, damit wir auch mal die Möglichkeit haben,
über diese Seite zu spielen, variabel zu bleiben. Und jetzt gibt es die gelbe Karte, die Nummer 10 auf blauer Seite, Alima Paul, Alima Paul mit der zweiten gelben Karte in diesem Spiel, der ersten für Blau. Nach knapp der Hälfte der gespielten Zeit in der ersten Hälfte. Das war Fuß. Entschieden, Freiwurf für Schwerin. Dann geht sie am Kreis, wird aber geblockt und es gibt wieder Freiwurf. Man kommt da nicht so recht durch auf Schweriner Seite. Und erneut Fuß. Und ein schöner Einlauf versuchen, da ist sie völlig frei, da ist sie völlig überrascht davon, so frei zu stehen, dass sie den Wurf nicht mehr richtig aufs Tor bringen, Dana Schiller. Und dann ist der Konter der Plauer. Und den hat sich Alicia Panzer klasse geholt. Und ab geht's nach vorne. Und die nächste Chance für Schiller und diesmal ist er dann drin. 4:4 der Ausgleich. Und wieder der lange Ball nach vorne, Alicia Panzer, Tor. 4:3, die erste Führung jetzt für Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt machen sie genau das, was vorher das Problem war und jetzt Auszeit genommen vom Plauer SV.